Willkommen zurück zu Christmas Eve Mitternachtsruf in unserem neuen Weekend-Weihnachts-Game-Spiel, Wimmelbildspiel. Ja, wir sind jetzt zuletzt in einem anderen Bereich angekommen und leider kann ich nicht fliegen. Genau, und dann fehlt der Lampe noch was und wir haben allerlei Gedöns, kaputten Propeller und einen komischen Zwerg hier mit einer Mietje-Katzi. Kann ich denn Knochen geben? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht müssen wir dann Wollknoll geben oder was weiß ich nicht was. Was ist, wenn man hier hingeht? Ach ja, da war ja der Wolf. Da war ja was. Was mache ich jetzt mit dem Schneemann? Was kann ich jetzt mit dem Schneemann machen? Check ich irgendwie noch nicht. Ihm sollte ich ja helfen, ne? Kann ich dem noch was wegnehmen? Armer Robert, ihm geht es nicht so gut. Ich muss seine Wunden heilen, und zwar schnell. Code. Ach ja. Ja, ich meine, wir mussten zurück, um hier irgendwie diesen Code. Da war doch noch was. Och, keine Ahnung, wo und wie. Wir haben jetzt auch eine Karte. Hatten wir die Karte vorher eigentlich schon? Wahrscheinlich. Navigiere, indem du die Karte ziehst, wähle dann, wohin du als nächstes gehen möchtest. Aha, das ist schon erledigt oder was? Schlosseingang. Und hier gibt es aber noch was zu tun. Aha, ja, echt? Was denn? Muss man denen wieder was geben? Ohne ihren charakteristischen Sternreif. Oh, habe ich den? Habe ich hier einen Sternreif, den ich ihr geben kann? Tatsächlich. Das Diadem! Yay! Was habe ich jetzt? Ein Gitter. Und er hat alles, ne? Okay. Ja, da war die Karte schon hilfreich. Das ist nämlich jetzt erledigt, der Bereich. Dann gehen wir doch mal vor Roberts Haus in den Bereich. Wenn ich diesen Kompass repariere, weist er mir vielleicht den richtigen Weg. Dann, kannst du das... Womit können wir das denn reparieren mal? Ritterkopf, ne? Kaputter Flügel. Reißverschluss? Nee. Vielleicht das noch nicht? Vielleicht ja hier noch was? Ich lasse Träume Wirklichkeit werden. Was kann man denn hier noch machen? Bei der Hundehütte noch irgendwas? Vielleicht der Hund? Knochen? Hund? Knochen. Yay! So, gefunden Treppe. Gitter, Treppe. Weiß noch nicht, wie lustig, dass da jetzt aus dem Schornstein der Weihnachtsmann kommt mit dem Teil. Okay, war das schon alles hier? Das war alles hier. Okay, dann gehen wir jetzt zu Roberts Haus. Auch hier gibt es wieder was zu tun. Vielleicht den Code? Was fehlte denn hier? Kann ich das nicht spielen, das Spiel? Muss ich da was machen? Den Stern. Ach, ich kann die Sterne da reinpacken. Okay. Wenn ich die letzten Sterne habe, kann ich das Rätsel wahrscheinlich auch machen. Aber ich glaube, ich habe keinen mehr, ne? Seltsame Uhr. Hier kann ich die Dinger reinpacken. Danke. Und jetzt markiere ich die alle. Oh. Okay, ich kann nach oben. Es ist dunkel. Sehr dunkel. Hallo? Baut sich da das Bild nicht auf, oder? Ah, okay. Ja. Reduktor, Rentiersymbol. Die soll ich jetzt finden, diese Teile, oder? Ein Zahnrad. Hier ist ein Steckplatz für eine Art Symbol. Soll ich die jetzt da reintun? Ich soll die da... Hey, jetzt bin ich verwirrt. Komm, das machen wir nochmal. Soll ich die finden oder soll ich sie reinpacken oder... Ah, nee, ich kann Dinge finden. Ich kann Dinge finden, okay. Nee, das wollte ich jetzt nur wissen, ob ich das jetzt hier andersrum verstanden habe. Okay. Ja, was suchen wir denn dann? Dann so ein Stück Geweih hier. Dann so ein Hufeisen, genau. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Boah, voll Action-Musik. Was suche ich denn noch? Ein Stecker? Wenn ich einfach mal mit der Maus hier rüber gehe, finde ich dann zufällig was, weil ich bin irgendwie gerade blind für die Sachen. Nee. Okay, da war das drinne. Hier in dem Schrank auch was. Diesem Rentier fehlt das Schuhwerk. Ja, aber wie kann ich den denn mal... Okay, ich kann den hier
fertig basteln oder so, kommen denn die Sachen hin? Reduktor. Reduktio, oder wie der Spruch nochmal von Harry Potter hieß. Ich muss diesen Mechanismus reparieren. Gehört das dann daran? Okay, das gehört hier oben hin. Wo gehört das Hufeisen hin? Hier vielleicht? Nee. Wo fehlt denn noch was? Ah. Das gehört da rein. Dieses Rentier bewegt sich nicht, wenn ein Zahnrad fehlt. Okay, bitteschön. Wo fehlt jetzt noch was? Hier fehlt was. Wo? Hier. Das Schuhwerk. Hufeisen. Jetzt muss ich aber noch was nehmen. Staple die Dosen auf der rechten Tischseite. Wähle eine Dose und wähle dann, wohin sie mit dem mechanischen Arm bewegt werden soll. Kleinere Dosen können auf größere Dosen gestellt werden, aber nicht umgekehrt. Auf der rechten Seite ist es aber die linke Seite. Nämlich die rechte. Wähle eine Dose und wähle dann, wohin sie mit dem mechanischen Arm... Ich muss das mal ausprobieren, glaube ich. Ich verstehe das hier noch nicht. Wo soll die denn... Was? Hä? Achso. So, dann die Kleine da drauf. So, fertig. Ja, toll. Tolle Wurst. Das war jetzt hier. Guck mal, wenn man das hier beachtet, dann groß nach klein. Dann müsste das doch stimmen. So, nur? Warum reicht das nicht? Warum ist das jetzt falsch? Ja, groß geht nicht auf klein. Kann man höchstens noch so rummachen. Ist trotzdem total finden. Ja, das ist doof. Das einzig Richtige war das, was ich am Anfang gemacht habe. Ich weiß den Sinn irgendwie von diesem Spiel gerade nicht. Ja, ist doch in Ordnung jetzt. Jetzt hörst du auf, du mechanischer Arm. Drück den roten Knopf und fertig. Staple die Dosen auf der rechten Tischseite. Muss ich das jetzt hierhin stapeln? Kann das sein? Dass ich die hierhin stapeln soll, nicht hier in die Mitte. Weißt du? Mache ich die jetzt wieder darauf? Ja, es ist voll sinnlos. Ich check das jetzt. Ich soll hier nämlich hin, wo das Ding ist. Ich dachte, das wäre eine Hilfe. Aber nein. Ich hab's nur falsch verstanden. Die rechte Tischseite. Hab's kapiert. Ist es denn hier jetzt genehm? Dankeschön. Stecker. Prima. Wo gehört er hin? Steckdose. Steckdose. Pock. Jetzt kriege ich das. Was mache ich damit? Ah, hier ein Kompass-Pfeil. Und das Minispiel ist endlich zu Ende. Gut. So, dann können wir jetzt rausgehen. Und dann kann ich den ja hier ranschnüddeln. Und kriege eine Seite mit Kleeblatt. Und ich muss diese Fackel entzünden. Und dann habe ich nämlich auch Licht in der Dunkelheit. Ja, ich habe aber kein Feuer. Das ist sehr schön. Wo darfst du jetzt hingehen? Hier, nochmal in sein Haus. Okay. Ist jetzt hier oben noch was? Nö. Einen Stern habe ich auch nicht. Ich habe noch einen Code. Ich frage mich, was der Zweck dieser Erfindung ist. Vielleicht mit einem Code? Nö. Ah, das Kleeblatt-Dingens. Kann ich das hier... Hm? Da ist das Buch mit dem Kleeblatt. Wie mache ich denn dann das auf? Ist das eine Scheibe, die ich aufschlitzen kann? Kann ich hier irgendwie... Ich weiß noch nicht, wie ich die Scheibe da aufbekomme. Brauch mal Hilfe. Ich gehe nochmal in den Garten. Wozu ist der Schneemann jetzt nochmal gut? Komm, mit einem Propeller würde das doch gehen. Warum hat Robinson seinen Flug und lieber einen Propeller statt einen Motor verwendet? Ich weiß nicht, aber hier ist
ein kaputter Propeller, den wir zurücktun kann. Braucht man einen Tipp. Ja, aber wie komme ich denn da oben ran? So, das, da komme ich doch nicht ran. Mit dem Schneemann? Mit dem Schneemann! Was ist denn für einer? Voller. Was ist denn das für ein Schneemann? Agro-Schneemann. Bäm! Kopfnuss und dann kommt der Schirm runter. Ich wollte gar keinen Tipp. Ich wollte eigentlich, genau. Was mache ich denn jetzt mit dem Regenschirm? Ist auch schon wieder so sinnlos. Für mich gerade. Garten, Thronsaal. Hier gibt es auch noch was zu tun. Ja? Können wir da, die da rausholen, die Leute? Im Schneemann. Habe ich hier irgendwas vergessen? Oh. Hier gibt es kein Weiterkommen. Ja. Okay. Aber ich soll hier was machen können. Oh, ich kann ja hier sogar die Karte so verschieben. Krass. Da kommt ja noch was auf uns zu. Du bist hier. Szene mit einer aktuellen Aufgabe. Hier ist alles abgeschlossen. Okay. Ja. Na gut. Kann das hier verschieben. Das ist ja... Ja. Mal in den Garten. Garten. Miezekatzi. So. Die kommt ja nicht ohne weiteres raus. Da habe ich, glaube ich, nichts Nettes im Angebot für sie. Da brauchen wir die Fackel für. Und für die Fackel weiß ich nicht, was wir machen. Weiß ich nicht, wie ich sie entzünden soll. Was bleibt noch übrig? Bleibt noch das hier übrig. Tipp, Dankeschön. Hätte ich mir fast selber denken können. Hm. Was mache ich denn jetzt damit? Ich habe ja auch dieses... Weiß ich nicht, auf dem Blatt Papier das Ding da zeichnen oder was soll das heißen? Hm, dann packst du das in den Umschlag oder so, stempelst das zu, packst es in den Briefkasten, dann kriegst du das echt raus. Also was sind, zeichnen wir jetzt auf dem Papier irgendwas? Dann kriegen wir den, machen wir den Code in den Briefkasten. Und was wir da, ah, das Kleeblatt, dann kriegen wir ein Kleeblatt raus, oder wie? Oder wie? Nein, du sollst das jetzt nicht lesen. Wir wollen das jetzt aufmachen. Ich lasse Träume Wirklichkeit werden, deswegen nämlich. Und wie kann ich da jetzt was reintun? Guck mal, wir haben zwei schöne Blätter. Geht das nicht? Oh Mann, oh. Was ist denn jetzt hier noch? Tja, ich bin zu groß, um hier durchzupassen. Ja, ein blöder Schneemann, aber. Der Schneemann. Der Schneemann. Was ist mit dem denn los? Oh, der ist ja echt urig. Der Schneemann. Knöpfe. 2 von 2. Hm. Ja, aber... Ach, ich weiß auch nicht. Was mache ich mit den Knöpfen? Passen die vielleicht zum Rätsel? Nee. Problem ist, dass ich vieles ja auch schon immer vergesse, ne? Ich soll da reingehen. Ja... Ich check das schon hier. Aber muss ich das dann in einen Umschlag packen extra oder anscheinend schon? Ich habe aber keinen. Aufzeichnen und Umschlag nehmen. Warum kannst du den Umschlag nicht einfach nehmen? Ja, weil es nicht geht. Oh, ich habe noch was übersehen. Eine Flöte und ein Roseninlay. Interessant, eine Eisblume mit echten Blumen in den Blütenblättern. Ja. Mhm. Kann ich da die Knöpfe reintun? Kann ich hier jetzt noch was machen? Nö. Ja, aber hier kann ich nicht. Ich könnte hier natürlich was zerdeppern lassen. Ne? Ich packe da was zwischen, dann haut das die Dinger da zusammen. Und dann war's das. Hm.
Der Schneemann? Kann der hier helfen? Schneemann. Schneemann, bitte komm mir zur Hilfe. Der ist jetzt für alles gut. Okay, das geht auch nicht. Was mache ich denn jetzt? Nee, hier ist, glaube ich, auch nichts. Ja, hier ist nichts. Das Ding anzünden. Es muss eigentlich hier sein. Ich weiß aber nicht, wie mir das helfen soll. Oder muss man hier die Sachen hinlegen? Ach, das Kleeblatt. Ach, jetzt geht das... Ah, okay. Ja. Ja, ja. Und du? Hast du den Umschlag genommen oder wie? Hallo? Ah, gestempelt. Fertig. Okay. Ja. So, jetzt können wir das ja dann wohl mal machen. Danke. Und ein echtes Kleeblatt. Voll der Magic-Briefkasten. Was man da alles reintun könnte, damit es echt wird, ne? Boah, da kannst du alles aufzeichnen und der Briefkasten würde dir alles geben. Ich würde mir einen Traummann zeichnen. Oder, weiß auch nicht, Geld. Du könntest dir auch einfach Geld aufzeichnen. Ist doch der Hammer. Oder machst du dir auf einmal so eine Silent Hill Krankenschwester, zeichnest du dir auf, packst einen Briefkasten, steht dir auf einmal vor dir. Ja, okay, lassen wir das. Buchschlüssel, so. Hilft mir das jetzt hier zum Beispiel? Ja, hilft es natürlich. Entwirre das Bild, um zwei benachbarte Puzzleteile zu tauschen. Wähle den Bereich, in dem sich die Teile berühren. Teile, die getauscht werden können, werden grün markiert. Ich nehme an, dass der Typ bestimmt irgendwo in die Mitte soll. Ich sollte den vielleicht gar nicht so weit wegbringen. Oh, das ist ja total falsch rum. Guck mal, in die Mitte, sag ich doch. Das müssen wir mal anders machen hier. Das soll bestimmt alles weiter nach links. Nicht wahr? Nicht wahr? Bestimmt. Da, die Kiste gehört auch zusammen. Oh, wo kommt der Typ denn jetzt hin? Gibt es hier irgendwas am Rand? Ja, zum Beispiel das hier oben. Das gehört nämlich da oben hin. Dann ist das Zeichen hier irgendwie vollständiger. Aber ansonsten gibt es hier nicht viel, ne? Und was man sich irgendwie hangeln könnte. Ja, ja, ich darf das Rätsel auch einfach so lösen. Machen wir aber erstmal nicht. Wir drehen da mal weiter rum. Es ist ja auch eher... mehr Arbeit als Rätsel. Wenn man halt so viel rumdrehen muss. Ach doch, hier ist auch noch was, woran ich mich orientieren kann. So. Gehört das so zusammen? Ich glaube schon. So, dann gehört aber noch da irgendwie, fehlt da ein Stück vom Bildrand. Genau, so. Und so. Das gehört dahin, das gehört irgendwie nach unten. Das gehört nach oben. Genau. Dann muss der Kopf ja mehr nach da. So. Der Kopf da unten ist auch gruselig. Oh, jetzt, das wollte ich ja gar nicht. Das verändern. Bringen wir mal den ganzen Kopfkram überhaupt hier weg. Erstmal unsortiert, ist ja erstmal egal. Obwohl, das ist ja schon richtig. Ja, prima, gut. Das soll nach unten. Wo gehört das hin? Das, so gehört das. Okay, das ist richtig. Das ist... Das hier checke ich gerade nicht. Die Truhe, das muss nach unten. Das vielleicht so rum. Hier ist noch was falsch. Ah! Auch im Königreich von Snowhill existierte das Böse, wie auch in vielen anderen Welten. Doch im Laufe der Zeit wuchs sein Einfluss und es drang in die Herzen der Bewohner. Ein Kästchen wurde erschaffen, in dem das Böse eingefangen und damit die Welt gereinigt werden sollte.
Aha. Nimm mal mit. Ich habe einen Stern. Mit einem Stern kann ich doch das Rätsel machen. Leite den Ball durch Ändern der Halterposition zur richtigen Stelle. Schau dir an, wie sich die Halter bewegen. Der Ball kann nur weitergeleitet werden, wenn zwei Halter richtig ausgerichtet sind. Muss ich auch wieder ausprobieren, ist so. Wie kann ich das? Ich muss doch hier was verändern können. Mach mal Start. Starte mal. Hä? Leite den Ball durch die... Ja. Was kann ich jetzt hier machen? Passiert nichts. Irgendwie muss ich die da reinstopfen. Oder wie? Die Haltedinger. Leite den Ball durch Ändern der Halterposition zur richtigen Stelle. Schau dir an, wie sich die Halter bewegen. Dabei kann nur weiter, wenn zwei Halter richtig aussehen. Okay, wozu sind die Schlösser da? Ah, okay, hier kann ich den hintun. Packe ich den. Kann ich noch einen da hintun? Oder. Wenn ich mit Start drücke, was ist dann? Dann bewegen die sich. Und dann nimmt er den Ball mit. Und jetzt ist er weg. Mhm. Ist ja klasse, das Rätsel. Dann mach doch hier den Halter hin. Kannst du da nicht noch einen hinmachen? Check's grad nicht. Start. Es gibt keinen Stopp irgendwie. Also der muss hier oben den abfangen sozusagen. Packt ihn mal dahin und dann... ist ja egal, so, oder? Ach so, ja. Er muss den immer forttragen, den Ball, oder was? So, guck mal, jetzt hätte der den doch ja, versenkt. Okay. Ja, nein. Mach mal so und so. Ja, komm, wir probieren das mal. Gucken, ob die sich gleich treffen. Nee, tun sie natürlich nicht. Ich finde das jetzt schon doof. Ich finde das doof, das Rätsel. Guck mal, das hätte jetzt doch schon fast klappen können. Hm. Ja, er hat ihn mitgenommen. Yay. Und jetzt versenkt er ihn wieder. Und ich muss mir den Blödsinn hier merken, ne? Wie ich das jetzt gemacht habe. Scheiße, wie habe ich das gemacht? Habe ich den da unten hingepackt und den... Habe ich den da hingepackt? Boah, wenn das klappt, dann mache ich den mal da hin. Jawohl. Das klappt natürlich nicht. Scheiße. Oh. So. So. Dann geht der hier lang und dann dreht sich der Schnüdelkram. Kann der den nicht gleich vielleicht direkt hier abfangen? Geht das? Aber dann geht der hier rum und ist irgendwo da. Der war zu weit weg jetzt, der. Der versenkt ihn wieder. Ah. Ja, der geht dann hier runter. Nimmt er den. Dann macht er erstmal eine Runde hier hoch. Und dann packe ich den mal dahin. Und ja, hier habe ich gar keine Ahnung. Den packe ich mal hier hin. Könnte klappen, könnte klappen. Nee, hat nicht geklappt. Scheiße. Oh, habe ich einen Fehler gemacht? Warum habe ich einen Fehler gemacht?
Nein. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich nur rumprobieren. Ah, es hat schon wieder nicht geklappt. Warum? Was mache ich? Muss ich den da oben hin machen? Nicht den Schneemann. Nicht der Schneemann. Ich glaube, der hier ist falsch. Hier unten, ne? Ja. Ich mache hier irgendwie gerade einen Denkfehler vom Anfang her schon. Hä? Ich hab den doch immer hier hingepackt, oder nicht? Bin ich jetzt doof? Ja. Nee. War doch eigentlich richtig dann gedacht. Warum geht denn das nicht? Ja, geht doch. Ja, versenk's doch. Mir doch egal. So. So. Keine Ahnung, ob das geht. Der müsste eigentlich hier oben hin, denke ich mir die ganze Zeit. Ich mach den mal da oben hin. Habe ich, glaube ich, aber schon ausprobiert. Den mach ich da hin. Ja, wird schon, ne? Nee, wird nichts. Wo packe ich den denn hier oben mal hin? Naja, man kann die ja so und so machen. Vielleicht sollte ich den eher so machen. Nee, das ist auch eine blöde Idee. Die sind im falschen Winkel manchmal, deswegen klappt das auch nicht. Es geht nämlich nicht nur um das Hütchen. Es geht auch um das Hütchen in welchem Winkel. Ne? So. Ah. Es wird nie was. 10 Millionen Jahre später. Ja. Schön, dass ich die ersten beiden schaffe, aber die anderen... Das, ja. Das übersteigt mein Hirn. Kann doch nicht so schwer sein. Aber dann... Der geht rum. Dann ist der ist hier, wenn er den Ball kriegt. Dann geht er eins, zwei, so Schritte. Müsste das hier oder hier doch gehen. Der ist zu schnell. Der braucht eine viel größere Runde, als ich immer denke, anscheinend. Ja. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Also machen wir den mal... So. Weil der dann hier rumgeht und dann kommt er doch da auch richtig an, oder? Hm. Ja, knapp. Knapp war, knapp daneben ist auch vorbei. Im Zweifel ist es, hä, ich mache ihn da und ich mache ihn dahin. Entweder ist es immer zu schnell oder zu langsam. Voll blöd. Dann fang halt so halt mal an. Aber dann braucht er wahrscheinlich zu lange. Ach, in die Mitte kann man das auch machen. Ach so. Dann mache ich den mal in die Mitte. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Jetzt wusste ich gar nicht, dass das geht.
Jetzt ist er auch so schnell gewesen. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Mach ich ihn mal dahin. Dich dahin. Oh, oh, das war knapp. Ich glaube, jetzt ist die Denke richtig mit der Mitte. So. Ah, er hat ihn mitgenommen, oh mein Gott. Oben links, der Stern war es nach links ausgerichtet und weg ist er. Wie kriege ich den dann? Ach, da oben habe ich ja auch noch ein Stern-Ding. Scheiße, den habe ich ja gar nicht mitberechnet. Ach so. Okay, warte mal. Der war, glaube ich, so. Und dann, wenn der da oben ankommt... Ey, wo muss der denn dann? Dann muss der einen Schritt 1, 2, 3, 4. Vier Kästchen geht da rum. 1, 2, 3, 4. Also 1, 2, 3. Das wäre zu viel eigentlich. 1, 2, 3, 4. Ja, probieren wir das mal aus. Dann ist der doch hier voll überflüssig, oder? Nee, da habe ich mich verschätzt. Aber der hätte den jetzt hier rübernehmen müssen. Oh, ob ich das in diesem Leben noch schaffe? Hier, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Muss der jetzt nach da ausgerichtet sein? Nee, da war nach oben ausgerichtet. Ja, den müsste er jetzt mitnehmen, da oben rechts. Wie, das klappt nicht. Scheiße, ich habe hier einen Fehler gemacht. Oh. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Vielleicht liegt es daran, dass es gerade 1 Uhr nachts ist. Wo war denn jetzt hier der Fehler? Der war zu schnell rum, ne? Muss ich den nach da ausrichten? Ja, ne? Und was habe ich hier gemacht gehabt? Den habe ich dahin gemacht, glaube ich. So. Nein! Ich meine, das Hütchen ist schön hier hingegangen, aber leider ohne Ball. Oh, ich will das jetzt schaffen. Ich krieg einen Rappel. Verschätze ich mich jetzt so? Ein Schritt. Zwei. Eins, zwei, drei, vier. Hä? Und wenn ich das Hütchen jetzt hier... Hallo, eins. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ist auch zu langsam. Eins, eins, zwei, drei. Das wird zu schnell. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Kann er in die Mitte packen? Nee. Hm. Der hat das jetzt irgendwie... Der hat eine doppelte Runde gemacht und dadurch habe ich es nicht berechnet. Ich werde jetzt mal einen Cut machen, weil es dauert zu lange hier gerade. Ich krieg das noch hin. Leute, ich krieg das noch hin. Gebt mir noch ein bisschen Zeit. Bis zum nächsten Mal.